liebe Freunde, das hier ist ein Hunter. Ein Hunter ist ein super dufter Charakter bei World of Warcraft. Mit dem kann man so viel Spaß haben. Das möchte ich euch jetzt gleich einmal demonstrieren. Also, erst einmal können wir normalerweise bei Melee-Charakteren, aber auch bei Rangecastern, den Mob mit einem Rechtsklick anklicken, um ihn schon mal im Target zu haben. Das sollten wir beim Hunter eigentlich mit dem Linksklick machen, denn rechts löst direkt einen Schuss aus. Macht nichts, ist dann halt ein Pull. Mensch, dafür gibt's doch einen Tank, der hat ja einen Spot und kann ihn damit abfangen. Kein Problem. Aber wir haben noch ganz andere Sachen, um mit dem Hunter richtig viel Spaß in Instanzen zu haben. Wenn wir dann unser Target haben und andere zum Beispiel stehen gelassen haben, könnten wir natürlich ganz normal unsere Single-Shots auf ihn abfeuern, um mit den anderen Charakteren zusammen ein bisschen Damage zu fahren. Aber was macht denn viel mehr Spaß als Single-Roter? Natürlich, der Mehrfachschuss. Yay, wir sehen's. Wir haben direkt alles angeschossen und pullen auch einfach mal alles, was im Raum steht. Da gibt's natürlich noch diverse andere Mittel und andere Schüsse auf dem höheren Level, die unglaublich gerne dafür genommen werden. Also, wenn wir dann erstmal den ganzen Raum gepullt haben, obwohl das gar nicht der Plan war, dann kann die AOE-Party auch richtig steigen und wir haben viel mehr Spaß in dieser Instanz, als wir es sonst gehabt hätten. Aber das ist natürlich nicht alles, was uns zu einem richtig duften Charakter macht. Nein, wir haben Aspekte. Einer davon ist der Aspekt des Rudels, den sehen wir hier oben. Und mit dem können wir 30% schneller laufen. Mensch, Leute, den sollten wir doch immer anhaben. Ich meine, seht's euch an. Wir könnten immer 30% schneller laufen. Das muss man anhaben. Das ist einfach zu gut, um es nicht anzuhaben. Klar, steht auch sogar bei. Wenn wir getroffen werden, sind wir benommen. Aber hey, wen interessiert das schon? Wenn wir erstmal im Kampf sind, dann brauchen wir uns eh nicht mehr bewegen. Wir bleiben sowieso stumpf in allem stehen. Voidzone, das ist doch ein Mythos. Ich bitte euch. Und der Tank, der kann auch in Slow-Mo auf seine Gegner zulaufen, um sich die Aggro wiederzuholen, die wir gezogen haben. Das machen die immerhin auch in Hollywood in den Filmen immer so. Ich find's dufte. Ich lasse ihn auf jeden Fall an und kann's nur empfehlen. Weiterhin haben wir ein Pet. Das Pet macht den Hunter richtig, richtig gut und jeder freut sich, wenn er das Pet sieht, denn das Pet hat eine Fähigkeit, die heißt Knurren. Knurren ist ein Spott. Spott? Ja, das kennen wir von einem Tank. Und wenn der Tank es hat und auch benutzt, dann muss es dufte sein und wir sollten es auch tun. Denn alle 8 Sekunden können wir damit den Gegner auf unser Pet spotten. Mensch, ist das nicht super? Der Tank wird entlastet, der Heiler muss den Tank nicht heilen und es gibt eigentlich überhaupt keinen Nachteil bei der Sache. Sollten wir auf jeden Fall anlassen, um natürlich auch noch ein bisschen Support mit in die Gruppe zu bringen. So, was haben wir weiter? Also, mit Mehrfachschuss pullen wir natürlich alles, was da ist. Wir können natürlich alternativ auch noch andere Spells benutzen. Wir lassen unseren Aspekt an, damit wir immer schneller laufen und sogar noch Hollywood-Style-mäßige Slow-Mo-Action an den Start bringen können. Wir lassen das Knurren vom Pet an, um Heiler und Tank zu entlasten. Und was können wir noch? Gut, wir hätten noch sowas wie einlöhnende Schüsse, die machen aber gar keinen Schaden. Ja, dann lassen wir die auch weg. Also, was keinen Schaden macht, das brauchen wir ja sowieso nicht. Das ist genau wie Totstellen. Nicht zu viel benutzen, Leute. Es macht keinen Schaden, es stoppt sogar den Damage. Das bringt ja gar nichts. Das können wir, braucht ihr aus der Leiste, einfach können wir rausschmeißen. Sowas braucht überhaupt niemand. Das macht den Hunter ja immerhin nicht zu dem, der er ist. Man könnte zwar einen Vibe damit umgehen und als letzter Überlebender im totgestellten Modus einfach wieder aufstehen und den Massenrest ansetzen, aber wenn wir ehrlich sind, wir können auch vorher Damage raushauen und wenn alle wipen, unser Recount posten und sagen, hey, guck mal, ich war im Damage ganz oben. Natürlich sind wir das, weil wir die ganze Zeit AOE machen, auch wenn gar keine vonnöten ist. Was haben wir noch weiter für schöne Sachen? Ja, wir haben natürlich noch ganz, ganz, ganz tolle Knöpfe. Wir haben auch einen erschütternden Schuss, um Gegner zu verlangsamen. Aber auch der, wie gesagt, macht keinen Schaden. Und warum sollte der Gegner langsam sein? Wir sind es ja schon durch unser Aspekt. Also eigentlich vollkommen egal. Wir haben auch noch andere Spells in unserer wunderschönen Leiste. Ich möchte sie euch aus dem Buch ziehen, weil ihr habt sie in der Leiste, glaube ich, selber noch nicht gesehen. Jedenfalls kommt es mir generell so vor. Braucht ihr aber auch nicht. Das ist etwas, ich sag mal, man hat früher davon gesprochen. Irreführung. Irreführung ist ein Spell, den können wir auf einen Verbündeten machen, zum Beispiel einen Tank oder halt einfach auf unser Pet. Und die Aggro, die wir ab jetzt erzeugen mit unseren Schüssen, geht automatisch auf unser Pet. Ist das nicht toll? Aber auch das macht eigentlich keinen Damage und der Tank sollte ja selber einen Spot haben und euer Pet hat einen Spot. Also warum? Was sollte euch passieren? Nichts. Also dieser Spell wird total überbewertet. Brauchen wir gar nicht. Gegenschuss, auch irgendwie Damage Slow, braucht kein Mensch.
Abschrecken verringert wieder den Damage, brauchen wir also auch nicht. Und vor allem erhöht sich nicht. Und was einen Damage nicht erhöht, das machen wir auch nicht. So, das macht den Hunter eigentlich zu dem, was er ist. Er pullt alles, er tankt alles, er entspannt damit auch noch den Heiler. Und ansonsten fährt er einfach Damage, 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 bleibt in allem stehen und sorgt dafür, dass wir unsere Slow-Mo-Action am Start haben. Was er allerdings auch noch kann, was richtig knorke ist, wenn wir an einer Gruppe, sagen wir, diesen Gestalten hier vorbeigeschlichen sind, um einfach nur diese Gruppe zu machen, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir immer vorne beim Tank mitrennen, um dann überrascht zu sagen, oh, ein Gegner, und schnell auf Rückzug drücken, um die nächste Gruppe mit unserer Anwesenheit dann auch noch zu pullen. Denn, wie wir wissen, mehr Gegner, mehr AOE, mehr Damage. Und dafür leben wir doch nun mal. Wir können uns sogar während der Schüsse bewegen. Was aber nicht heißt, dass wir einfach aus Void Zones rausrennen sollten. Ja, das ist weiterhin etwas, das wird völlig überbewertet. Habe ich mal in irgendwelchen komischen Anleitungen gelesen, denen ich aber keinerweise traue. Solltet ihr auch nicht. Wenn irgendwas unter euch blinkt, könnte das ja auch ein Heilkreis sein. Ne? Also schön stehen bleiben. Und das Pad einfach knurren lassen, sollte es ernst werden. Ja, liebe Freunde, das ist der Hunter. Und ihr seht, der Hunter ist total dufte. Mit ihm kann man so viel Spaß haben, viel mehr als mit anderen Charakteren. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge und sage nur Hashtag Selbsthilfegruppe GV. Keine Macht den Huntern. Tschüss.